ihr die Geschichte vom Tack? Wer kennt die Geschichte vom Tack? Wer ist denn da? Ah, dann muss ich das euch dringend erzählen. Das Tack lebte in Tirikita. Ganz weit hinten über die drei Hügel hinweg, um die rechte Kurve an den Windrädern vorbei. An der großen Eiche. Dort lebte das Tack. Das Tack lebte aber nicht alleine. Es hatte einen ganz guten Freund und das hieß Dumm. Dumm. Und, aber das Dumm, das war gar nicht dumm, das hatte nur so eine tiefe Stimme. Ein Dumm eben. Macht mal mit hier, Dumm. Hört ihr das, wie tief? Dumm, 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 dumm. Und das Tack hatte eine ganz hohe Stimme. Tack, 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 tack. Genau. Und das Tack und das Dumm machten den ganzen Tag Musik. Morgens, mittags, um 3:30 Uhr, um 21:35 Uhr. Und am allerliebsten am Abend, damit die Kinder ganz gut schlafen können. Oh, da machten die am allerliebsten Tack Dumm-Musik. Und wie sich das anhört, oh, da müsst ihr mal eure Ohren aufmachen. Lasst uns. Ah, da kommt ja schon die Ingrid mit der Trommel. Ein Dumm. Dumm, dumm, ein Doppeldumm, nochmal. Macht alle mit. Dumm, dumm. Nochmal, dumm, dumm. Tack. Tack. Tack, tack, tack. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Tage, sagte das Tack. Also liebes Dumm, jetzt machen wir den ganzen Tag Tack Dumm Musik. Aber da gibt's doch bestimmt noch mehr Klänge und Rhythmen und überhaupt Geräusche. Ich will mich auf die Reise machen und ganz viele Klänge sammeln. Also nahm das Tack seinen Reisesack. Dann packte es ein in seinen Reisesack eine Landkarte und was braucht man denn so auf einer Reise? Ein Essen, ein Käsebrot und was zum Trinken und ein Schlafsack, ein Zelt, ein Feuerzeug. Und ein Koffer. So, dann machte es den Sack ganz gut zu, verabschiedete sich von den Kindern und von Dumm aus Tirikita, sagte, tschüss, ich flieg jetzt mal los. Ah, und das Tack hatte eine ganz große fliegende Trommel. So, und
und es setzte sich hinein. Zack, nach hinten binden. So. Dann geht's jetzt los. Was braucht man denn? Ah, Fliegerbrille. Eine Fliegerbrille, Spezial. Und was braucht man noch? Ein Helm, ein Trommelhelm. Kann losgehen. Dann braucht man jetzt den Motor. Motor an. Ja! Macht alle mit! Jawoll! Ja! Noch mehr! Oh ja, der Motor wird warm! Ja, es geht weiter! Jawoll! Ich halte mich fest! Ja, weiter! Spaß ist groß. 2-1-0, jetzt geht es los. Schweben, sausen, fliegen, in den Wolken liegen, immer weiter gleiten. Komm, sei mit dabei. Tack, tack, dumm, dumm, tack, tack. Ja, macht alle mit. Tack, tack, dumm, dumm, tack. Wir fliegen davon. Wir fliegen!
Und das Tack, ui, das Tack landete mitten in der Gemüseküche. Na, das ist aber ein großer Topf. Da kocht wohl die Ingrid Gemüse. Oh nein, aber ihr wisst doch. Oh je, ist Tack. Das sitzt doch in der fliegenden Trommel. Oh weia. Und das Tack kommt in der fliegenden Trommel mit voll Karacho angeschossen. Da war es mitten im Gemüsetopf. Was macht denn die Ingrid da? Ui, jetzt fischt sie es raus. Schaut mal, jetzt hat sie es rausgefischt und jetzt... Nein, jetzt hat sie es mitten in den Topf mit Kartoffelbrei geworfen. Heieiei, da war das Tack mitten im Topf mit Kartoffelbrei. Aber das Tack, der Kartoffelbrei ist schon, der hat gut geschmeckt. Dann aß das Tack ganz viel Kartoffelbrei. Und schwamm noch eine Runde und tauchte noch eine Runde. Kartoffelbrei. Aber irgendwann hat's genug vom Kartoffelbrei gehabt, setzte sich auf den Topfrand, machte den Kartoffelbrei weg. Überall weg, Kartoffelbrei. Und machte sich die Nase sauber. Und als es die Ohren frei machte, da hört es plötzlich die schöne Gemüsemusik. Thank you.
magst du für Gemüse gern? Die rote Beete. Was magst du für Gemüse gern? Die Radieschen. Was magst du für Gemüse gern? Den Sellerie. Montag, Dienstag Paprika. Am Mittwoch gibt's Spinat. Und am Donnerstag, da ess ich Rosenkohl. Freitags ess ich Kohlrabi. Am Samstag gibt es Lauch. Und am Sonntag mach ich ein Gemüseauflauf. Was magst du für Gemüse gern? Na, Winnie, jetzt hast du mich aber schon oft gefragt, was für Gemüse ich mag. Jetzt frage ich mal die Kinder. Ah, was magst du für Gemüse? Oh, Kohlrabi! Den Kohlrabi! Und was magst du für Gemüse? Ui, Kartoffelbrei! Den KKK! Kartoffelbrei. Und du, was magst du für Gemüse? Sag's nicht, verrat's nicht. Und du, was magst du eigentlich für Gemüse? Ha? Ach, die kann noch nicht sprechen. Aber was magst du denn? Die lernt. Und was magst du für Gemüse? Au, Kartoffelbrei. Den KKK Kartoffelbrei. Und sag mal, du auf dem Schoß deiner Mama, was magst du für Gemüse? Wow, Fenchel. Den Fenchel. Und was magst du für Gemüse? Die Gurke. Gurke. Jetzt sage mal, du, was magst du für Gemüse? Karotten. Die KKK Karotten. Oh, jetzt muss ich mal hier noch fragen. Was magst du für Gemüse? Moment, magst gar kein Gemüse, das Kind. Aber du, was magst denn du für Gemüse? Oh, die Paprika! Die Paprika! Und sag mal, Ingrid, du hast doch bestimmt auch ein Lieblingsgemüse. Dein allerliebstes Lieblingsgemüse. Bohnen! Die Bohnen! Dienstag Paprika, am Mittwoch gibt's Spinat und am Donnerstag, da ess ich Rosenkohl. Freitags ess ich Kohlrabi, am Samstag gibt es Lauch und am Sonntag mach ich ein Gemüse auf. Tja, und das Tag, ihr wisst ja, huiuiui, das saß ja noch auf dem Rand vom Kartoffelbreitopf. Aber das Tag ist ja schlau. Es nahm seinen Reisesack und fragte ganz höflich die Ingrid,
ob es für Tirikita, für die Kinder und das Dumm, 2 Kilo Klänge und eine Tüte Rhythmus haben kann. Noch den Winnie, ob es 125 Stundenkilometer Geräusche haben kann. Und dann fragte es noch den Roland, ob es ein Teelöffelchen Töne haben kann. Ein Teelöffelchen Töne. Das Tag bedankte sich ganz höflich und machte sich weiter auf die Reise. Fliegende Trommel? Ah, aber das Tag, das ist schon sehr neugierig und es horchte in den Sack hinein, ob da tatsächlich auch alle Klänge, Rhythmen und Töne drin sind. Mal überprüfen. Sie sind drin, ja. Ja. Also, jetzt geht's wieder los. Was braucht man? Ah, die Fliegerbrille, genau. Und den Trommelhelm, jawoll! Okay, die Reise kann losgehen. Jetzt brauchen wir den Motor. Motorengeräusche. Jawoll, Motorengeräusche. Ja, oh, wir brauchen noch mehr. Ja, nein, mach weiter. Ja, es geht los. Ja, es geht los. Tack und ein Dumm. Dumm, tack, dumm, tack, dumm, tack, dumm, tack, dumm, tack. Ja, ja, oh ja, so ist besser. Die Klänge, der Klangsack ist so schwer. Ja,
gestern 6 mitgemacht. 5-4-3, der Spaß ist groß. 2-1-0, jetzt geht es los. Schweben, sausen, fliegen, in den Wolken liegen. Immer weiter gleiten, komm, sei mit dabei. Tack, tack, dumm, dumm. Und das Tack landete mitten in Vogelland. Thank you.
Also, so was Lustiges hat es Tack ja noch nie gehört. Und es überlegte sich, da frage ich doch mal, ob ich Klänge und Rhythmen mitnehmen darf. Es nahm seinen Klangsack und fragte ganz höflich, ob es 3 Meilen Klänge und 75 Stundenkilometer Töne haben kann. Das Tack und es machte sich weiter auf die Reise. Ich habe eine Spieluhr dabei. Oh, ist der schwer. Tja. Oh, ist der schwer, jawohl. Das passiert bei so einer Reise, da hast du völlig recht. Oh, also rein. Tja. Jawohl, du sagst es, Fliegerbrille. Und der Helm. So, und mit einem Tack, Tack, Dumm geht's weiter. Ich hole dir mal einen Tack, Tack, Dumm hier raus. Tack, Tack, Dumm, Tack, Tack, Dumm, Tack, jawohl.
Und das Tack, ui, das Tack landete mitten auf dem Meer auf einem großen Schiff. Hört ihr den Wind? Die Regentropfen. Die Seile, die Taue von dem großen Segel. Auf diesem großen Schiff, da war ein Seemann, aber ein ganz trauriger Seemann, ein ganz trauriger Seemanns Papa. Weil er hat so sehr sein Kind vermisst, das konnte er ja nicht mit auf die hohe See nehmen. War so traurig, weil er sein Kind schon so lange nicht mehr gesehen hat. Und das Kind an Land war genauso traurig, weil es seinen Papa schon so lange nicht mehr gesehen hat. Oh, waren die beide traurig. Das Kind ging jeden Tag an den Strand und schaute zum Horizont, ob es irgendwo das Schiff vom Papa ranfahren sieht. Aber nein, der Papa kam einfach nicht mit seinem großen Schiff. Aber eines Tages, das da hörte das Kind doch was. Oh, eine Schauder an den Horizont. Und tatsächlich, das Schiff mit dem Papa kommt. Juhu! Und als das Schiff endlich anlandete, kamen alle vom Dorf und es gab ein riesiges Wiedersehensfest.
Ach, ihr könnt euch ja denken, das Tag, oh, dem war es ein bisschen seekrank, dem Tag, dem war es ganz schwindlig. Aber, oh Gott, ist das schwer. Also. Aber es fragt er auch hier, ganz höflich, den Seemannspapa, ob es mitnehmen dürfte ungefähr 523.000,4 Knotenklänge. Sich die Kinder und das Domintiere Kita freuen. Weil jetzt geht's nämlich zurück nach Tiere Kita. Ah, der letzte Flug. Oh, so. Ab in die Fliegertrommel. Oh. Aber erst noch mal reinhorchen, ob auch tatsächlich alles drin ist. Die Fliegerbrille. Oh, aber erst mal reinhorchen. Hm. Oh. Oh ja, Fliegerbrille. Oh, und auch noch Helm. Ja. Ah, jetzt geht's auf die Heimreise. Jawohl, nach Tiere Kita zu den Kindern und zum dummen Motor an. Mit A. Jawohl! Tack, tack, dumm, dumm, tack, 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 dumm.
Das Tack landete mitten in Tirikita. Oje. Mitten auf dem Esstisch, bei Kaffee und Kuchen. Nein, fast in der Käsesahne, fast. Oh, aber als das Tack ankam, mit diesem großen Klängesack, oh, war das eine Freude für alle. Oh, und alle waren gespannt, was es mitgebracht hat. Und als das Tack seinen Sack öffnete, purzelten heraus die allerschönsten Klänge, Geräusche, Rhythmen, Töne, Melodien.
Jetzt möchte ich mal noch. Oh. Oh, oh, was ist das? Fenchel. Das ist ja der Knaller. Also, vielen Dank. Das ist echt eine große Überraschung. Also, ich darf mal hier noch die Leute vorstellen. An der Paprika. An der Paprika. Darf ich vorstellen, V. Und an der Paprika, Alicia. Und ich habe hier an der Tomate und an der Paprika, Roland. Und was haben wir hier? Eine rote Beete? Man weiß es nicht so genau. Ander, man weiß es nicht so genau. Ingrid! Und an der Möhre, Winnie! Und am Fenchel, Susanne. Und jetzt möchte ich mich aber noch bedanken. Es sind ja nicht immer nur die Leute hier auf der Bühne, gell, die so toll singen und musizieren, sondern wir brauchen ja auch ein tolles Licht. Und da hinten, ganz im Eck, den sieht man überhaupt nicht. Da ist der Georg. Bitte auch mal Applaus. Und dann haben wir hier unser Tonmeister und Tonmeisterin, Kathi und Ingo. Oh, und Technik, dahinter steht da die Johann. Juhu, Johann, danke schön. Und überhaupt, Kinder. Es haben so viele mitgewirkt, da muss man ja die Karten ausstellen, man muss dann die Karten kontrollieren, die Abreise, man muss ja die Stühle ausstellen, die Teppiche, man muss ja sauber machen und überhaupt muss man ja ein ganzes Festival auf die Bühne stellen und da möchte ich ganz herzlich Familie Czoskun und Co. danken. Dankeschön. Und ich freue mich. Ich freue mich auf die Festivalwoche. Vielleicht haben Sie ja auch noch mal Lust zu kommen. Gucken Sie doch mal ins Programm rein. Und wir verabschieden uns. Tak, tak, dumm, dumm, tak. Tak, tak, dumm, dumm, tak. Tak, tak, dumm, dumm, tak. Wir fliegen davon. Tak, tak, dumm, dumm, tak. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Tschüss. Tak, tak, dumm, dumm, tak. Wir fliegen davon, tak, tak, dumm, dumm, tak, 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 dumm, dumm, tak, 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 dumm, dumm, tak. Wir fliegen davon, tak, tak.